Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Food Diary von mir. Ich habe die Kamera wieder eine Woche lang mitgenommen und dir gezeigt, was ich in einer Woche alles so gegessen habe. Tatsächlich merkt man in diesem Food Diary, dass der Sommer angekommen ist, denn ich habe mehr Eis gegessen als normal. Und was ich wann gegessen habe, das siehst du jetzt. Der Samstagmorgen begann für mich mit einem Knusperjoghurt mit Vanille und Schokoringen. Den liebe ich einfach über alles. Dazu habe ich noch ein paar grüne kernlose Trauben gegessen, die noch weg mussten. Und die Kombination zwischen den beiden Sachen war super gut. Zum Mittagessen gab es Gemüsereis. In dem Reis war folgendes Gemüse: Zucchini, Karotte, Tomaten und frische grüne Bohnen aus dem Garten. Es war auch noch so richtig scharf gewürzt, deswegen war es mega lecker und das war meine ganze Portion. Ich habe dieses Streichkäschen noch untergerührt und das machte die Konsistenz noch besser. Dann habe ich mir Fiori Fragola Eis gegönnt. Das ist einfach ein Erdbeereis und darin ist so eine Sahnecreme. Das ist Kindheit pur. Der schmeckt immer noch genauso wie in meiner Kindheit. Zum Abendessen habe ich mir Nudeln gemacht, die ich vom Vortag noch übrig hatte. Und zwar habe ich eine richtig tolle Soße gemacht. Ich habe da Zwiebeln und Tomaten angeschwitzt ein bisschen in einer Pfanne und dann noch Tomatenmark dazugegeben und ein bisschen Wasser. Dann die Nudeln dazu und die Mozzarella dann klein geschnitten drunter gerührt. Das war so lecker. Und dann noch ein bisschen Basilikum und zack, Sommerpasta Nummer 1. Am Sonntagmorgen habe ich mir ein gesundes Frühstück gemacht und zwar habe ich Karottensaft selbst gemacht, das erste Mal. Das sind zwei Karotten drin und ein bisschen Wasser. Hat echt super geschmeckt und super gesund vor allem. Und dann habe ich gedoastete Vollkorntoasts gegessen mit Rucola und Frischkäse. Zum Mittagessen gab es Rucola-Pesto und ich liebe Rucola-Pesto noch viel mehr als das normale, deswegen hatte ich noch eine halbe Portion von dem. Zum Abendessen haben wir uns Pizza geholt und ich habe mich für eine Frühlingspizza entschieden mit Rucola, Tomate, Kartoffeln und auch noch ein paar Champignons waren drauf. Ich habe eine Dreiviertelpizza geschafft und ich habe sie geliebt. Am Montagmorgen habe ich mir zum Frühstück draußen einen kleinen Obstteller gegönnt und zwar einfach kernlose grüne Trauben und ein paar Marillen. Zum Mittagessen habe ich mir Wraps selbst gemacht und zwar habe ich auch den Teig selbst gemacht, was ich über alles liebe, denn der Teig schmeckt besser als der gekaufte. Gefüllt habe ich die Wraps dann mit Karotte, Zucchini, Tomate, Mozzarella und Hühnchenfleisch. Nachmittags habe ich uns Eiskaffee gemacht, also einfach zwei Kugeln Schokoeis und den kalten Kaffee darüber, noch ein bisschen Sahne, ein bisschen Deko und das schmeckt so himmlisch. Und dann hatte ich einfach abends noch ein bisschen Obst, die restlichen Marillen, die noch übrig waren und ein paar frisch geerntete Erdbeeren habe ich auch noch gefunden. Der Dienstagmorgen begann für mich mit einem selbstgemachten Erdbeerjoghurt. Und zwar hatte ich noch solche eingefrorenen Erdbeeren von der letzten Ernte und die habe ich mir dann ganz fein püriert mit einem Pürierstab, dann unter Naturjoghurt gerührt und das kam tatsächlich ganz ohne Zucker aus. Also es war nur der Fruchtzucker und das hat vollkommen ausgereicht. Es war also gesund und lecker gleichzeitig und als Topping habe ich eben noch so zwei kleine Erdbeeren gefunden im Garten. Zum Mittagessen habe ich mir Vollkornnudeln gemacht mit ein bisschen Pfeffer und auch noch ein bisschen Schinken. Davon hatte ich noch eine halbe Portion. Nachmittags bin ich los und habe Eis geholt. Ich hatte hier ein bisschen Kaffee-Eis und das helle ist Amarena. Dann habe ich abends ein paar Karottennudeln gemacht. Das erste Mal, dass ich das ausprobiert habe und das war so lecker. Die Soße ist so eine Frischkäsesoße gewesen und oh mein Gott, das merke ich mir. Am Mittwochmorgen hatte ich einen Naturjoghurt mit ganz viel Topping, nämlich Haferflocken, Marillen und Knuspermüsli. Und das hat lecker geschmeckt, am leckersten mit allen Komponenten in einmal. Zum Mittagessen hatte ich dann Tomatensalat mit Basilikum und Essig und Ölmarinade und habe mir dann solche Teigtaschendinger gemacht mit Blätterteig, gefüllt mit Zucchini und Schinken. Ich hatte davon noch zwei. Und nachmittags habe ich wieder einen Eiskaffee gemacht, dieses Mal mit drei Kugeln Schokoeis. Und der war genauso lecker wie der von gestern. Abends habe ich dann Bruschetta gemacht. Also ich habe einfach Tomaten und Mozzarella klein geschnitten, Olivenöl darüber gegeben, dann noch ein paar Kräuter rein und das Ganze vermischt und das Ganze dann mit diesem Brot gegessen. Ich hatte aber nicht alles. Und dann hatte ich noch ein paar Trauben über. Ich hatte noch drei Stück von und die habe ich dann abends noch gegessen. Am Donnerstagmorgen
hatte ich wieder einen Knusperjoghurt mit Vanille und Schokoringen. Ich esse eigentlich fast immer nur den, weil das auch Kindheit ist. Ich habe den schon als kleines Kind immer gegessen und er schmeckt immer noch genauso gut. Zum Mittagessen hatte ich Truthahnfleisch mit Käse obendrauf und dazu Pommes. Von den Pommes hatte ich noch ein paar, aber nicht mehr so viele. Und dazu Ketchup und dann noch ein bisschen Salat. Nachmittags war ich dann frozen Joghurt essen mit einer Freundin. Ich hatte als Topping Cornflakes und Ferrero-Soße und auch noch ein paar Smarties. Und als Obst war drunter noch Banane und Pfirsich und ich liebe frozen Joghurt. Abends habe ich mir dann wieder Karottennudeln gemacht. Dieses Mal allerdings als Soße ein Streichkäse mit Wasser vermischt. Am Freitagmorgen habe ich tatsächlich mal wieder ein Brot mit Marmelade gegessen. Das hatte ich jetzt schon lange nicht mehr gegessen, aber wir hatten gerade frische Brötchen, das musste ich ausnutzen. Das war selbstgemachte Erdbeermarmelade. Zum Mittagessen gab es Tortellini, sind natürlich schon fertige, mit Schinken darin und ich habe auch in der Soße noch ein bisschen Schinken verarbeitet und noch ein bisschen Butter, das war die ganze Portion. Nachmittags habe ich dann wieder einen Eisschokolade gemacht. Das ist dasselbe Prinzip wie der Eiskaffee. Die Eisschokolade schmeckt mir fast noch besser wie der Eiskaffee, muss ich sagen. Und abends habe ich mir Zudels gemacht, also einfach Zucchinis angebraten, da noch ein bisschen Käse drauf gemacht und das war echt mega lecker. Wobei ich ein bisschen weniger Käse benutzen würde das nächste Mal, weil es war mehr Käse als Zucchini. Am Samstagmorgen hatte ich nicht so viel Hunger und habe mir dann einfach einen Corny-Riegel geschnappt. Und ich mag den Corny-Riegel eigentlich am meisten. Also das ist einfach der mit Schoko. Und so sieht er dann von innen aus. Gesund ist anders. Zum Mittagessen habe ich mir dann Biadina gemacht. Also das ist einfach so ein Wrap-Teig. Und da ist dann ganz viel verschiedenes Zeug drin, wie man sehen kann. Nachmittags habe ich mir dann ein Eis gegönnt. Das ist so lecker. Das ist auch Kindheit. Das habe ich früher immer gegessen und jetzt hatte ich es endlich mal wieder. Und abends war eine Freundin da und wir haben Kekse genascht. Es waren noch mehr Kekse. Aber die hatten wir dann schon aufgegessen während dem Kartenspielen. Ich hoffe sehr, dir hat dieses Video gefallen. Wenn ja, dann kannst du mir gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da lassen. Darüber würde ich mich sehr freuen. Du kannst mich auch gerne hier oben kostenlos mit einem Klick abonnieren. Und hier drüben verlinke ich dir nochmal zwei Food Diaries, wo du auch sehr gerne vorbeigucken kannst. Und es geht dann nächste Woche hier wieder weiter. Bis dahin, hau raus, mach es gut, ciao.